Denis Hollenstein, sehr ein turbulentes Spiel, vor allem dann auch in dem Schlussdrittel. Es ist gleich die erste Niederlage jetzt gegen Aschwa im neuen Jahr. Was hat am Schluss den Unterschied gemacht? Ich habe mir auf das Goal zu wenig geschossen, besser als zwei. Jetzt wird der Match gewinnen, fertig. In der Offensive hat man sich vor allem eben 40 Minuten lang, kann man sagen, sehr schwer tun. Hat das ein Stück weit auch mit den Umstellungen zu tun? Neue Linienkollegen, die man jetzt spielt unter dem Mark Crawford? Vielleicht, aber ich glaube, wir sind nicht in die Schusspositionen gekommen, die wir wollen. Und wenn man nicht dort kommt und die Scheibe nicht aufs Goal kommt, dann wird es ein bisschen schwierig. Und man hat gesehen, wir müssen härter arbeiten und aufs Goal kommen. Gerade morgen gibt es die nächste Chance zur Wiedergutmachung, das erste Auswärtsspiel. Was ist jetzt das Ziel oder was muss man konkret verbessern jetzt in dieser kurzen Zeit bis morgen? Ich glaube, zuerst müssen wir uns mal erholen, können wir uns noch ein bisschen aufregen, aber nachher muss der Fokus auf morgen sein und ja, wir müssen bereit sein. Danke vielmals, gute Erholung.